Wir haben zum einen den traditionellen Bereich der App-Entwicklung mit allem, was dazugehört, mit internetbasierenden Content-Management-Systemen, mit Bewertungsfunktionen, Favoritenfunktionen und so weiter. Wir müssen aber auch weitere Entwicklungsschritte neben dem Information Broadcasting mit in Erwägung ziehen. Und das sind zum Beispiel gerade so die typischen Push-Funktionen. Mit diesen typischen Push-Funktionen, um Konsumenten, Besucher, Ad-Ströme entsprechend dazu aktiv anzusprechen, haben wir darüber hinaus natürlich das Thema Feedback bei uns entsprechend auf dem Portfolio. Das heißt, wir werden von den Kunden eine direkte Reaktion auch gerne abfragen wollen, mobil, seien es nun Questionnaires, seien es am Point of Sale direkte Consumer-Reaktionen abzufragen. Wir schreiben all diese Informationen, diese Navigationsinformationen, diese Bewegungsinformationen in den Epivenues Big Data Pool, sodass wir zu späterer Zeit eine direkte Verbindung herstellen können zwischen den vom Kunden aufgesetzten Aktionen, Verkaufsaktionen, Events, was auch immer, und den daraus resultierenden Reaktionen durch den Kunden. Wir ergänzen diese Ansprache der Endkonsumenten dadurch, dass wir sagen, okay, wir bieten online gestützte Werkzeuge, mit denen man Loyalty-Konzepte realisieren kann, seien es Punkte sammeln, Gaming-Konzepte umsetzen kann. Wir sind überzeugt, dass die Nutzung von der Beacon-Technologie die mobile Welt sehr stark beeinflussen wird, weil die direkte Interaktion mit dem Anwender natürlich den Spaß an der Nutzung von mobilen Lösungen natürlich sehr fördert. Man kann jetzt nicht einfach einen Bereich komplett mit solchen Technologien ausstatten, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob hinterher tatsächlich so etwas zu einer Last werden kann. Also nicht nur Lust, sondern auch zur Last werden kann. Die Konfiguration dieser Umgebung, die Konfiguration der Hardware und intelligente Apps für die Nutzung, die stehen für den Erfolg, nicht die Technologie von Beacons.